Ja, und auf einmal passiert es wieder. Die Jungs machen das, was sie in der Hinrunde auch gemacht haben. Sie gewinnen Spiele und sie gewinnen Spiele wirklich souverän, so wie auch heute gegen den ersten FC Nürnberg. Klassenerhalt damit wahrscheinlich gesichert, 40 Punkte erreicht. Und ist das das 96, das wir in der nächsten Saison sehen werden? Das und mehr in diesem Video. Viel Spaß. Ich habe tatsächlich sehr bereut, dass ich nicht da war. Ich wollte ursprünglich zu diesem Spiel. Es hatte seine Gründe, dass ich nicht da war. Und es war jetzt auch nicht dramatisch. Aber trotzdem so ein 3 zu 0, 4 zu 0, hatte man zumindest ja das Tor, was gefeiert wurde, auch wenn es zurückgenommen wurde. Das erlebt man in Hannover ja nicht alle Tage. Und dementsprechend ist das schon ärgerlich, das verpasst zu haben. Aber umso schöner, dass trotzdem 28.500 Leute nach dieser sehr schwierigen Rückrunde, die es ja einfach war, die eine Euphoriebremse war, etc., etc., das Spiel miterlebt haben. Wenn ihr da wart, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es empfunden habt. Generell schreibt mir eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und abonniert den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Wir gehen chronologisch wieder durch, wir geben wieder Noten für die einzelnen Spieler und wir sprechen natürlich aber auch grundsätzlich über das, was man vielleicht von der Mannschaft jetzt auch in der kommenden Saison erwarten kann, wenn man sieht, wie einige Spieler sich da profilieren auf der einen Seite und zum anderen auch ins Schaufenster stellen für andere Clubs. Wir haben ja durchaus zwei Torschützen gehabt in diesem Spiel. Die nächste Saison aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr bei 96 spielen werden, aber dazu später mehr. Erstmal ging es in dieses Spiel rein mit der gleichen Startelf wie gegen Bielefeld, abgesehen von einer Änderung. Das war nämlich die von Yannick Lührs, der ja mit Rot vom Platz geflogen ist. Dafür stand Julian Börner nach seiner Vertragsverlängerung in der Startelf und Julian Börner hatte auch eine wichtige Rolle in dieser ersten Halbzeit. Ansonsten war das die gleiche Elf und man ist okay reingekommen. Nürnberg hat aber sehr gut Druck gemacht am Anfang, hatte zwei gute Chancen auf jeden Fall, insbesondere der Kopfball von Lohkämper ist da hervorzuheben. Generell ein starker Auftritt von Lino Tempelmann hat ein gutes Spiel gemacht in der Offensive. Da waren einige Akzente dabei, die wirklich gut waren. 96 kam dann aber selber auch so ein bisschen rein, hatte seine ersten beiden Chancen. Einmal Bayer, den muss er machen, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Tritt im 16er frei, stehen 5 Meter vom Tor über dem Ball. Und dann Zeddy Teuchert, der das Ding knapp verpasst. Ähnliche Situation, flache Hereingabe vors Tor. Da hat man schon gesehen, wie es funktionieren kann. Da hat man gesehen, okay, Nürnberg ist so oder so auf jeden Fall schon mal verletzlich. Man muss nur gucken, dass man es ausspielt. Man muss gucken, dass man seine Chancen nutzt, effizient ist und sich nicht noch irgendwie ein Gegentor fängt. Es gab Gelegenheiten für Nürnberg, das kann man nicht unter den Tisch kehren. Und es gab durchaus auch Situationen, wo wir vielleicht ein bisschen Glück hatten. Unter anderem das 1 zu 0, denn es ist ein Freistoß von Yannick Dehm, der in die Mitte getreten wird. Und während Fabi Kunze, der hinter Julian Börner stand, klar im Abseits war, war es Börner ganz, ganz knapp nicht. Ich finde es auf den TV-Bildern unfassbar schwer zu interpretieren. Ich vertraue dem VAR in der zweiten Liga auch nicht mehr, wenn es um Abseitsentscheidungen geht. Aber Börner köpft den Ball ein zum 1 zu 0, zu dem Zeitpunkt nicht unverdient, aber muss man auch fairerweise sagen, es war ein ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit, wahrscheinlich sogar mit ein bisschen klareren Chancen, abgesehen von dieser Bayer-Gelegenheit, die halt hundertprozentig war, aber wo er gar nicht den Ball trifft. Ansonsten war Nürnberg schon wirklich da. Du gehst aber damit mit einem 1 zu 0, weil es auch relativ kurz vor der Pause ist, in die Halbzeit und ich habe da schon gedacht, ja gut, also Nürnberg ist relativ ungefährlich vorne. Von daher sollte das doch eigentlich ein ganz gutes Spiel werden, auch in der zweiten Halbzeit, weil Nürnberg muss kommen, Nürnberg muss vielleicht ein bisschen aufmachen und wir können die entstehenden Räume nutzen und genau das ist mehr oder weniger direkt passiert. Phil mit einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte und Fabi Kunze leitet den Ball raus auf Derrick Köhn und der hat viel zu viel Platz, viel zu viel Platz, wird überhaupt nicht angegangen von niemandem, zieht einfach aber aus 18 Metern, Windahl kann überhaupt nichts machen, Ball schlägt ein, 2 zu 0, 49. Minute, mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt der Drops gelutscht, weil, wie gesagt, Nürnberg einfach extrem ungefährlich, bis zum 16er sieht das bei denen wirklich gut aus. Die haben ja auch eine unglaubliche Qualität im Kader. Wenn man sich die Mannschaft so durchliest, dann sieht man da ja wirklich extrem starke Zweitligaspieler. Sei es ein Johannes Geis, sei es ein Mats Möller-Deli, sei es ein Lino Tempelmann, sei es auch die Defensive, das ist teilweise überdurchschnittlich. Waren ja nicht umsonst vor der Saison auch einer der Aufstiegskandidaten, die zumindest mal gehandelt wurden, auch weil sie sich offensiv sehr stark verstärkt haben mit Dua und Daferner. Aber das zeigt eigentlich schon ganz gut. Dua nicht mal in der Startelf gewesen, Joker, zuletzt glaube ich auch nur Joker gewesen, da aber getroffen, deswegen nachvollziehbar, dass er das wieder so versucht. Wollte Dieter Hecking, der ja auch eine 96-Vergangenheit hat, aber Daferner und Dua, während Dua zumindest ansatzweise die Erwartung erfüllt hat, Daferner halt überhaupt nicht. Und das ist das große Problem, weil generell schießen die zu wenig Tore und das war auch in diesem Spiel so. Sie gehen nämlich mit 0 runter. Sie hatten noch ein paar Gelegenheiten auch in der zweiten Halbzeit, aber da ist nicht mehr so richtig viel bei rumgekommen. Wie gesagt, bis zum 16er wirklich gut, viele Standards, Eckbälle ohne Ende, ich glaube 10, 11 Stück hatten sie am Ende, wirklich okay. 96 hat sie teilweise machen lassen, hat aber auch gut verteidigt. Schüsse geblockt, etc., etc. Aber es war sowieso so, dass im 16 einfach keine Gefahr entstanden ist. Sinnbildlich ist die Szene, die eigentlich zu einem Tor führen muss, wo Dua da mit der Hacke abschließt.
Das wäre in den letzten Wochen sicherlich ein Tor gegen 96 geworden, auch in dieser gesamten Rückrunde, weil 96 ja, eher das Pech hatte bisher im Jahr 2023. Aber hier sieht man einfach die in Anführungsstrichen Unfähigkeit des Clubs da vorne irgendwie das rauszumachen. Tut mir leid für die Glubberer, insbesondere weil ich glaube, dass die einfach ja, durch das Restprogramm sich noch retten werden. Aber es ist halt wieder eine Saison unter den Erwartungen, deutlich unter den Erwartungen. Und wie lange das noch so weitergeht, ist halt eben die Frage. Ich hoffe nicht mehr zu lange, weil Nürnberg auch ein Verein ist, der in die obere Tabellenregion gehört, der zweiten Liga, wenn nicht sogar in die Bundesliga. Aber danach sieht es halt aktuell nicht aus und es wird vielleicht ja auch einen Kaderumbruch geben. Ich weiß nicht, inwiefern man die Spieler halten kann, inwiefern man gegebenenfalls auch Abgänge verzeichnen muss, wie zum Beispiel Mats Möller-Deli, auch wenn der, habe ich dann erst in der Übertragung erfahren, noch kein einziges Saisontor gemacht hat. Das ist Wahnsinn, zeigt aber auch die Problematik, die ich gerade schon angesprochen habe. 96 hat einige Gelegenheiten, macht dann noch das 3:0. Unter anderem ist das fantastisch gemacht erstmal von Sadi Teuchert, der später überhaupt keine Aktien mehr an diesem Tor hat, weil er nicht trifft und nicht vorbereitet. Aber wie er sich im Mittelfeld durchsetzt, ist wirklich fantastisch. Gibt den Ball zu Maxi Bayer, der legt sich den mit der Hacke selber so ein bisschen vor. Er wollte es so machen auf jeden Fall, aber sah trotzdem im ersten Moment ein bisschen unbeholfen aus. Legt ihn dann raus auf Louis Schaub. Schaub hat die beste Idee, die er haben kann, nämlich den Ball einfach direkt wieder in die Mitte zurückzuspielen. Und Bayer steht frei vorm Tor, kann ihn einschießen. Ja, mit ein bisschen Glück, weil er den Gegenspieler noch anschießt, aber nichtsdestotrotz vor allem von Schaub super gemacht, dass er da überlegt, nochmal in die Mitte zurückpasst, seinen rechten Fuß, von dem wir alle wissen, dass es nicht sein Lieblingsfuß ist, nicht dafür verwendet, aufs Tor zu knüllen oder wie auch immer, sondern den Ball zurückzulegen, zu knüllen ist ein komisches Wort, zu brettern, besser, sondern den halt gefühlvoll zurückzulegen. Tipptopp, Louis Schaub in den letzten Wochen generell bekanntermaßen, insbesondere gegen Bielefeld, sehr verstärkt und vielleicht einer der Lichtblicke jetzt zum Ende der Saison hin, der mal so ein bisschen suggeriert, wie es nächstes Jahr werden könnte und wie es sein sollte. Wir haben in der Hinrunde eine sehr starke Mannschaft gesehen. Wir haben in der Hinrunde eine Mannschaft gesehen, die auf Platz 5 ausgelaufen ist nach der Hinrunde und die viele Spiele sehr erfolgreich bestritten hat, verhältnismäßig für 96, auch mit guten Ergebnissen auswärts. Es war ein schwieriger Saisonstart, danach hat sich die Mannschaft extrem stark gefangen. Zum Ende der Rückrunde, Hinrunde hin, wurde es ein bisschen schwächer, aber es hat ja keiner erwartet, dass es so laufen würde in 2023. Das war ja wirklich unter den Möglichkeiten. Es war auch sehr viel Pech dabei. Ich bleibe da immer wieder bei, insbesondere wenn ich so Schiri-Diskussionen wie bei BVB gegen Bochum höre, die nachvollziehbar sind, aber wo ich mir denke, ja, es ist nur so aufgebauscht, weil es der BVB ist. Irgendwo logisch, geht um Meisterschaftskampf. Bei 96 gab es zweimal Abseitsentscheidungen, also schwarz-weiß, Dinge, die eigentlich positiv entschieden werden müssen, die gegen uns gepfiffen wurden und die signifikant den Verlauf dieser Rückrunde auch beeinflusst haben, weil wer weiß, wie es läuft, wenn das Spiel gegen Rostock gewinnst, wer weiß, wie es läuft, wenn dieses 2:0 von St. Pauli in der Situation nicht fällt. Alles hätte wenn und aber. Nichtsdestotrotz sind es halt diese Spiele gewesen, die auch dafür gesorgt haben, dass die Euphorie verschwunden gegangen ist, dass der Trainer in der Kritik stand, wo ich die ganze Zeit ja gesagt habe, völlig zu Unrecht, weil die Mannschaft, die kann das. Die spielt unter ihren Möglichkeiten und die wird es wieder zeigen und der Trainer ist der Richtige, der das auch aus dem wieder herauskitzeln wird und der so diese schwierige Zeit durchführen wird. Das haben wir jetzt gesehen in den letzten beiden Spielen gegen Bielefeld und gegen Nürnberg. Es wird spannend, wie es die nächsten Wochen wird. Der KSC auswärts ist keine leichte Aufgabe, Düsseldorf kommt noch auswärts, Darmstadt kommt noch zu Hause, letzter Spieltag Kiel zu Hause. Das sind vier Spiele, bei denen ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, prinzipiell, dass man da der klare Favorit ist. Aber in der aktuellen Situation, jetzt wo man gerade wieder zwei Spiele am Stück gewonnen hat, warum denn nicht? Warum vielleicht nicht auch mal nochmal Darmstadt ärgern? Warum nicht auch gegen den KSC Auswärtspunkte holen? Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall optimistisch und positiv, insbesondere weil halt die Spieler wieder anfangen, so zu performen, wie man es von ihnen gewohnt ist und wie man es von ihnen erwartet hat vor der Saison. Louis Schaub an sich einer der besten Fußballer der zweiten Liga, da müssen wir gar nicht drüber reden, hat es aber bei weiten Strecken der Saison überhaupt nicht gezeigt. Jetzt kommt er langsam in Fahrt. Phil wieder, also auch hier wieder, ein tolles Spiel gemacht. Der Stabilisator hinten drin. Wir hatten mit Lührs im letzten Spiel, gut, der war jetzt heute nicht mit dabei, aber auch ein Lichtblick. Börner hat sich wieder stabilisiert, das war heute eine ganz starke Performance, inklusive Tor nach seiner Vertragsverlängerung. Bright hat sich wieder stabilisiert, da war er nach dem Spiel gegen Regensburg lange außen vor, hat aber heute auch einen sehr souveränen Auftritt gehabt. Yannick Dehm ist plötzlich wirklich relevant. Das sieht man auch daran, dass er wieder in der Startelf geblieben ist. Never change a winning team, kann ich auch verstehen. Aber es war auch die richtige Entscheidung. Er macht das toll mit der Vorlage und hat auch generell ein sehr gutes Spiel gemacht. Also es greifen einfach viele Zahnräder hintereinander. Und wenn man da noch selektiv verstärkt in den einzelnen Mannschaftsteilen, dann sehe ich wirklich eine gute Chance, dass wir nächstes Jahr vielleicht oben mitschwimmen können. Das soll ja auch das Ziel sein, das ist der Plan. Und wenn man jetzt halt eben seine Schlüsse zieht aus dieser sehr, sehr schwierigen Rückrunde, bei der es aber natürlich auch viel an Form und an einfach vielen Dingen, die gegen eingelaufen sind und natürlich auch am Kopf lag, ja, am Selbstverständnis, das gefehlt hat über weite Strecken, dann kann das wirklich gut sein. Weil wie gesagt, die Kaderqualität hatten wir ja auch in der Hinrunde gesehen, die haben wir sowieso.
Ne, das ist gar keine Frage. Und die wird auch im Sommer bleiben und die wird gegebenenfalls sogar noch ausgebaut werden, auch wenn man natürlich auf einigen Positionen auch Verluste hinnehmen muss. Aber ich bin da echt positiver Dinge und ich kann mir gut vorstellen, dass das, was wir heute gesehen haben, auch wenn es nicht ein schwacher Gegner war, aber ein harmloser Gegner, ein Gegner, der natürlich auch in einer absolut schlechten Situation ist, mit dem Rücken zur Wand und der unten drin steckt und für die es natürlich nicht leicht ist, genauso wie Bielefeld, auch wenn die gerade ja sich wieder gefangen hatten vor dem Spiel gegen 96, beziehungsweise vor dem Spiel gegen 96, also bis zum KSC-Spiel. Jetzt wieder 3 Niederlagen in Folge, das sieht also bei denen auch nicht so gut aus. Aber es sind trotzdem Teams, die ja von der Qualität her auch nicht da stehen müssten. Bielefeld und Nürnberg gehören beide nicht in den Abstiegskampf qualitativ und gegen die schlägt man sich gut, unabhängig davon jetzt, wie gesagt, die sportliche Situation. Aber 96 ist ja vielleicht auch eigentlich von der sportlichen Situation her oder vom Kader her besser als die sportliche Situation das suggeriert. Vielleicht wird es nächstes Jahr genauso laufen. Das wäre schön. Die Frage ist halt nur, wie kompensierst du die Abgänge? Maxi Bayer, bei dem habe ich in der ersten Halbzeit direkt gedacht, nach dieser vergebenen Chance, ja, das zeigt mehr oder weniger ganz genau, warum ich ihn nicht unbedingt vermissen werde. Ich werde Bayer vermissen, aber ich werde nicht seine Unfertigkeit, sage ich jetzt einfach mal, vermissen, weil er einfach zu viele Dinge auch liegen lässt. Ich werde sein Tempo vermissen, ich werde den Kerl vermissen, ich werde generell auch die Qualitäten, die er am Ball hat und die er uns geliefert hat mit seinem Spiel, die werde ich vermissen, aber ich glaube trotzdem, dass es durchaus Stürmer gibt, mit denen wir ihn ersetzen können, die nochmal mehr diesen Killerinstinkt haben, weil Bayer halt wirklich ein Spieler ist, der ist kein Torjäger, noch nicht, der ist mehr so ein Flügelstürmer oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist halt kein klassischer Torjäger, kein klassischer Neuner, hat er auch gar nicht das Profil für. Ich glaube, es versteht sich ganz gut, was ich meine. Ich bin gespannt, was Hoffenheim macht. Vielleicht verleihen sie ihn nochmal, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, er wird rangeführt werden. Ich kann auch mir sehr gut vorstellen unter Matarazzo, je nachdem, ob der Trainer bleibt, weil Bebu der gleiche Spielertyp ist, dass die beiden so ein bisschen dieser schnellere Part sind. Also Bebu quasi der gesetztere Stürmer und dann als Ergänzung Maxi Bayer, der rangeführt wird. Alles sehr darstellbar, alles sehr, sehr gönnenswert auch ihm gegenüber. Was natürlich schwerer wird zu kompensieren, ist ein Derek Köhn. Da müssen wir nicht drüber reden. Wenn die Ausstiegsklausel gezogen wird, ich glaube, sonst wird man ihn nicht gehen lassen oder nur sehr ungern oder sehr unwahrscheinlich, dann haben wir natürlich auch keine Wahl. Ja, die Ausstiegsklausel gibt es nicht umsonst. Wenn die, das wie kolportiert wurde, bei 6-7 Millionen liegt, dann ist das auch fantastisch. Da muss man da überhaupt nicht drüber nachdenken quasi. Dann ist das ein No-Brainer, ihn zu verkaufen und ihm diesen nächsten Karriereschritt auch zu ermöglichen. Aber trotzdem muss man auf der Position auch aufpassen. Ich werde in den nächsten Wochen irgendwann ein Video machen mit meinen Wunschtransfers für den Sommer. Da ist unter anderem für mich ganz klar, dass Derek Köhn gehen wird. Das heißt, ein Linksverteidiger steht bei mir definitiv auf dem Zettel. Wir haben aber auch schon gesehen, unser Backup-Linksverteidiger hat endlich sein Profidebüt jetzt gehabt mit Ekin Celebi, ist ja auch ein ehemaliger Nürnberger, von daher umso nachvollziehbarer, dass er die Chance bekommen hat. Ob der jetzt wirklich in der nächsten Saison relevanter wird und bei den Profis relevanter wird, bleibt abzuwarten, aber ich glaube trotzdem, dass man da in der Breite ganz gut aufgestellt ist, weil Kreins das im Zweifel ausspielen kann, weil Moroja das ausspielen kann, weil dem das ausspielen kann, das geht also alles und das sind mehr oder weniger ja die einzigen Positionen, wo wir wirklich Aderlass haben werden im Sommer, weil auf A10, ja, Sebastian Kerk wird den Verein verlassen, aber da haben wir mit Louis Schaub einen, der jetzt gerade seine Qualitäten zeigt. Da hast du einen Howie noch mit dabei. Vielleicht rückt der einfach auch vorne ins vorderste Glied. Zusammen halt eben mit Teuchert. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ehrlich gesagt, dahinter mit Schaub, super Kombination. Im Mittelfeld zentral hast du auch ein Füllhorn an Möglichkeiten. Da hast du Leopold, da hast du Kunze, da hast du Besuschkow, da hast du natürlich Sebastian Ernst. Antonio Foti, der ist nächstes Jahr auch noch ausgeliehen von Frankfurt, wird sicherlich noch mehr auf Spielzeit kommen. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und wenn man das, wie gesagt, noch selektiv verstärkt mit einigen Neuzugängen, zum Beispiel in der Innenverteidigung, die Breite da nochmal zu stärken, zum Beispiel vielleicht auf der Rechtsverteidigerposition, je nachdem, wie sich da die Situation auch mit Moroja und dem entwickelt, auf der Linksverteidigerposition im Sturm vielleicht noch jemand dazu holt, dann ist das wirklich ein Kader, mit dem du oben mitspielen kannst und mit dem du, je nachdem, was für Transfers du machst, auch in der Variabilität und Flexibilität einfach besser dastehen wirst. Wenn du Flügelspieler holst, wenn du zentrale Mittelfeldspieler holst, vielleicht wird nächstes Jahr auch gar nicht mehr diese Raute, die Raute wird dann vielleicht wieder gespielt, das ehemalige Leitersystem, die enge Raute im Mittelfeld und nicht mehr die Dreierkette. Vielleicht wird aber auch wieder auf Flügel ausgewichen, vielleicht wird man 4-2-3-1 spielen, vielleicht wird man 4-4-2 spielen, ich habe keine Ahnung, wir werden es sehen. Aber je nachdem, was man halt eben an Transfers macht, wird die Variabilität einfach gesteigert und die Flexibilität. Von daher bin ich da sehr gespannt. Aber das mehr will ich eigentlich auch gar nicht sagen. Wir hatten dann noch das 4-0 von Havard Nielsen, um nochmal zum Spiel zurückzukommen, das dann wegen Abseits zu Recht aberkannt wurde. Schöner Freistoß von Leopold. Es wäre natürlich ein Brustlöser für Nielsen gewesen, der eine ganz katastrophale Rückrunde spielt im Vergleich mit seiner Hinrunde. Bei dem es auch nicht geschadet hat, dass er jetzt 2 Spiele draußen war und der, glaube ich, auch seinen Startplatz erstmal verloren hat. Aber nichtsdestotrotz, we shall see, wie sich das weiterentwickelt. In der Hinrunde war
Fahrer super. Ich hoffe, dass er nächste Saison darauf wieder anknüpfen kann, beziehungsweise dass er sich die Sommervorbereitung wieder dahin entwickeln kann, hinarbeiten kann. Und ich bin generell ja kein Fan davon, die Spieler zu bashen, wenn sie mal im Formtief sind. Außer es ist halt ein wirklich anhaltendes Formtief und es ist einfach eine Qualitätsfrage. Aber das haben wir bei 96 in meinen Augen bei keinem Spieler. Von daher lassen wir das einfach mal so stehen und kommen zu den Noten für das heutige Spiel. Und das gehen wir relativ fix durch. Zieler hat kein Gegentor bekommen, hat ein paar Dinger gehalten, deswegen eine 1 einfach, weil gibt keinen Grund, ihm das nicht zu geben. Neumann ebenfalls, Brighter RMB ebenfalls, Julian Börner ebenfalls. Ist ein bisschen unfair, weil Börner ein Tor gemacht hat, aber es gab halt nichts auszusetzen, wirklich an der Defensivleistung. Yannick Dehm würde ich eine 2 geben, Derek Köhn würde ich auch eine 1 geben, auch dank seines Tores wieder eine fantastische Leistung. Max Pesuschkow eine 2-, der hat ein solides Spiel gemacht, aber nicht so auffällig, wie man es vielleicht erwarten könnte. Fabian Kunze, das ist einfach ein geiler Spieler. Ich finde den so fantastisch auf der 6. Der hat auch spielmacherische Qualitäten, die immer mehr durchblitzen. Das ist wirklich ein toller Typ. Eine 2. Louis Schaub, schöner Assist, gutes Spiel, grundsätzlich mit guten Aktionen. Offensiv würde ich auch eine 2 geben. Sadi Teuchert, 2-, war nicht sein absolutes Topspiel, aber nichtsdestotrotz immer gefährlich. Wie gesagt, das dritte Tor super eingeleitet. Einfach unglaublich wichtig für dieses Offensivspiel. Und bei Maxi Bayer trotz Tor wäre ich auch bei einer 2-. Weil ich finde, dass er, also den ersten muss er machen und ansonsten, es ist ihm jetzt auch nicht so mega viel gelungen, also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie sagen könnte, dass das eine absolute Offenbarung war, was er gemacht hat. Es hat kein anderer mehr als 20 Minuten gespielt. Ernst und Nielsen kamen in der 71. Das heißt, da spare ich mir die Noten, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, zeigt das einen ganz guten Überblick. Ich wünsche den Nürnbergern alles Gute, bin ich ganz ehrlich, schlicht und ergreifend, weil Schlappi, also Badeschlappen ja bekanntermaßen Glubberer ist und weil ich generell einige Leute kenne, die Glubberer sind und bei denen ich einfach nicht möchte, dass die nochmal so leiden wie in deren Relegationsjahr und weil sie einfach weder in die dritte Liga gehören noch in diese Tabellenregion, wie schon gesagt. Ich hoffe, nächstes Jahr können auch die wieder ein bisschen weiter oben mitschwimmen. Wie gesagt, mal sehen, wie da der Aderlass sein wird vom Kader her, wie es mit dem Trainer weitergeht, ob Christian Fjell kommt, was, keine Ahnung, weiß ich alles nicht, bin ich nicht tief genug drin, aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen, wünsche alles Gute und dann soll es das für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert gerne mit eurer Meinung zum Spiel und lasst ein Abo da, um nichts weiteres zu verpassen. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein. Und ciao.